Hallo und willkommen zurück zu King Arthur 9th Legion. Und wir werden dieses Mal, ja, der schlummernde Gott angehen. Mal schauen, ob wir den hier besuchen oder das wieder nur eine Vorquest ist. Die Flamina machte mich auf eine alte Legende aufmerksam, die uns nützlich sein könnte. Als die Götter der Tuatha De Danann Avalon verließen, sollen sie die Insel der Herrin vom See anvertraut haben. Einer der Götter war jedoch dazu verdammt, bis in alle Ewigkeit zu schlafen und blieb deshalb zurück. Ein Held der Ski fand den Schlafplatz des schlummernden Gottes und ließ ihn in eine versteckte Höhle bringen. In seinem allerweltlichen Schlaf formt dieser Gott Avalon bis zum heutigen Tage und die Ski flüstern ihm zu, um Avalon nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Wenn wir den schlummernden Gott irgendwie entführen könnten, würde uns das unfassbare Macht bescheren. Das klingt ja nach ziemlichem Quatsch. Wir sollen aber den Körper stehlen. Und Plutonius Nerva wird dieses Mal nicht dabei sein. Okay, aber dafür haben wir dieses Mal Albina dabei. Gucken wir mal. Können wir also nicht die Charaktere runtersetzen. Das macht das Ganze potenziell etwas kniffeliger. Der schon wieder. In the rivers. You are forcing my hand to summon you to the resting place of the one who sleeps. Set me free from these shackles, or cursed be your name forever. I will set you free, tormented spirit. You suffered long enough under Nerva's heel. Just hold out a little longer. Now be gone until I call you. We entered a grove sacred to the Shi. Every spirit, every blade of grass knows we are here, as the whole Deepwood recoils to our presence. Gut, sie sollten uns auch fürchten. Mind you, the Shi is a powerful adversary, but as they live through the ages, their kind grows forgetful and careless. Und warum sind wir hier? An ancient creature called the Slumbering God is hidden nearby. We need its powers to conquer and reshape Avalon. Just find it for me, and I shall handle the rest. Also jagen wir einen Gott. Let's not waste more breath on the matter. The Shi is flocking here from every corner of the Deepwood. Na dann, mal los. Fange den schlummernden Gott. Na gut. Haben wir hier zwei Wege direkt? Ja. Dann da lang. Und wir können da nicht lang. Och. Ne, da ist Schluss. Oh, da hinten marschiert jemand rum. Hallo. Naja gut, aber da können wir nicht direkt hin. Soldiers. The wandering spirits you see are just harmless echoes of the past. Figments of the slumbering god's mind. Useless trinkets. Na gut. Look. Money is the soul of war. Aber die sind wahrscheinlich nicht alle friedlich. Okay, was ist das da? Oh. The Crystal Tower. Legends say it was forged of starlight and sorrow by the Tuatha De Danann,
The slumbering god lies behind its walls, folded into a lesser existence, so the emanating dreams won't tear Avalon apart. I see a path leading down, but it's blocked. Und da ist eine Kiste, also kommt jetzt sicher ein Kampf. Ja. Why, you foul creatures, seek the crystal column of light? Hand over the slumbering god, and we might spare your sacred grove. Keep them at bay, sister. One whisper shall be enough to conjure the guardians against this vermin. One who dreams thirsts my soothing words of wisdom. As you will. Custodian. Mhm. Watch your steps. Where divine dreams collide with reality, the stream of time will become turbulent. Also da dürfen wir nicht hin. Wir haben hier einen Kristallformer. Was kann denn der? Schießen, Feuerregen, Supernova, Massenheilung, Feuerschild, Leuchtkugeln. Ah, da sind schon eine ganze Menge. Das sind zu viele. Ich denke, es wäre am sinnvollsten, wenn wir erstmal nach hinten gehen. Also wir machen den hier auf jeden Fall, weil der kostenlos ist. I fight for eternal Rome. Der kann dann direkt darüber. Zack. Ja, wir könnten da jetzt noch mehr machen. Aber ich will eigentlich da jetzt auch mich bewegen noch. Also machen wir den. Zack. Und noch weiter zurück. Vielleicht kriegen wir den auch noch irgendwie bearbeitet, aber da... wie weit der laufen und noch angreifen kann. Hier ist es schon ziemlich krass. Aber die können halt auch anstürmen, das ist nicht so super. Der kann jetzt auch nicht stunnen. Der könnte stunnen, der kommt aber nicht so weit. Der muss sowieso weiterlaufen. Also wir werden jetzt mal... Ja, nehmen wir den. Stürmen wir auf den hin. So. Jetzt könnte der nochmal schlagen, aber das machen wir nicht. It's my turn again. Wir ziehen uns mit den Leuten hier komplett zurück. Oh. Okay, das ist... Das war quasi ein Debuff, den wir dadurch abbekommen haben. Oder der hat uns halt Punkte genommen, aber... Okay. Also es ist jetzt kein Angriff, der da drauf stattfindet. Na gut. Packen wir den hin. Weiter. Weiter. So, und die fehlt natürlich auch noch. Packen wir die dahin. So, dann haben wir den Flammenschild da drauf. Ja, der steht natürlich da jetzt ein bisschen blöd. Ich könnte natürlich gucken, dass wir den schützen. Nee, machen wir nicht. Da drauf, auf ihn selber. Der
geht dahin. Und dann bauen wir hier Palisade. So, das kann natürlich jetzt sein, dass der eine reinbekommt. Das hoffen wir mal nicht. Aber die Gegner sind halt auch sehr weit weg. Sehr gut. Nein, nicht sehr gut. Okay. Blind. Okay. Naja, okay. Der hat jetzt halt eine Blendung abbekommen. Das ist nicht ganz so schön. Was haben die hier alles zugebaut? Da kann man natürlich jetzt nicht so wirklich mit rechnen. Also mit kalkulieren, was denn dann da passiert. Ja, also die müssten wir austauschen. Also der müsste da hin und dann wieder zurücklaufen. Das kann man vergessen. Also tauschen wir die jetzt erstmal aus. Der geht nach vorne. Das nochmal anders. Der geht... Mit dem können wir sowieso nicht mehr machen als den einen Move. Greifen wir einen Schützen an. Die können Pfeilregen casten, was natürlich auch nicht so nett ist. Die sollten wir möglichst früh ausschalten. Aber da kriegen wir jetzt auch nicht mehrere in Reichweite. Also das machen wir gerade nicht. Dann können wir hier wen erreichen? Nur die paar hier, nicht die Schützen. Dann zünden wir halt die an, die noch nicht angezündet sind. Das sollte da jetzt auch so eine Feuerwand quasi lassen. Jetzt können wir hier die Musik wieder tatsächlich etwas lauter machen. Ja, wir könnten da drauf hüpfen. Ich weiß aber nicht, ob das so klug ist. Naja, der hat da auch keinen Schutz irgendwie. Minus 1, ja. Zack. Zack. Dann hätten wir den schon mal erledigt. Laufen zurück. Der wird aber dann wahrscheinlich von dem angegriffen. Wir werden vermutlich jetzt auch von den Schützen diese Pfeilhagel massiv reinbekommen. Machen wir hier noch den. Aber es kann auch sein, dass die den anrauschen. Da müssen wir mal gucken. Aber da haben wir jetzt keine wahnsinnige Wahl. You parted my flesh. Okay. Naja, die kriegen es aber dann auch direkt hier richtig ab. Der macht jetzt wahrscheinlich... That one went deep. They got me. Zu Boden gegangen. You parted my flesh. Was hat den denn zu Boden geworfen? Weil die Anstürmungen waren das hier nicht? Oder hatten die hier irgendeinen besonderen Pfeil, mit dem die das gemacht haben? Sehe ich jetzt nichts. Naja, okay. Dann werden wir... Ah, die beiden können wir nicht gleichzeitig angreifen. Nehmen wir die. Mhm. So, dann rearrangieren wir die Lebenspunkte mal gerade. You
want dead. Dann räumen wir den auf Seite. Ja, wir müssten jetzt... Der ist natürlich auch immer noch geblendet, was auch nicht so optimal ist. Kann der... Da würde ich eigentlich ganz gerne hin. Der könnte natürlich auch noch einen anderen irgendwie ziehen. Ne, der zieht den ran, wenn er jetzt trifft. Ja, dann kann die nämlich hier mal angreifen. So, jetzt müsste der natürlich auch treffen. Okay. Wunderbar. So. Da könnten wir den nochmal hinsetzen. Den würden wir hier nicht mit einem Angriff töten, aber wir könnten... Das sind drei. Eins, zwei... Ja. Der brennt ja auch noch. Okay, das ist ein einer. Dann... Der kann nichts mehr. Zack. Das hat ihm jetzt einen Aktionspunkt gegeben. Schnipp. Schnapp. So. Das hier sind ja jetzt quasi alles Fernkämpfer. Wir müssten da wohl jetzt so oder so aus dieser Suppe raus. Naja, machen wir das. Ich weiß nicht, ob das da irgendwas nutzt, aber... Mhm. Das hier scheint ja sicher zu sein. Aber ein bisschen schwer zu sehen. Okay. You got me good. We are not friends anymore. Ja, okay, der ist am Ende. They got me. Embrace the suffering. Hercules. Ja, das ist, glaube ich, das müssen wir anders angehen. Ich meine, das würde jetzt natürlich klappen, aber das machen wir anders. Ja, also was wir jetzt so genau machen, weiß ich noch nicht. Ich habe das jetzt schon noch ein paar Mal ausprobiert. Es hat alles nicht so ganz funktioniert. Das ist zumindest nicht, ohne dass die Leute da direkt drauf gehen. Watch your steps. Where divine dreams, also ich habe einmal versucht, nach da unten zu gehen, will become turbulent. Nach hier zu gehen, da drauf zu rushen. Die Schützen haben halt den Vorteil, dass die hinter die Gegner, hinter die diese Absperrung kommen. I decide who dies or lives. Ich werde das jetzt noch krasser versuchen, dass ich komplett hier in die Ecke laufe. Da ist der hier auf jeden Fall der langsamste, aber sogar das sollte klappen. So. Dann, ich glaube sogar, der kann das damit noch günstiger machen und dann hüpf. Der ist natürlich Matsche. Schnipp. Den können wir jetzt hiermit zernichten. Und... Ja, so oder so können wir natürlich nicht... uns gegen alle schützen. What is your command? Ähm,
Das nehmen wir mit. Gehen wir nach hinten. Dann... Da könnten wir noch das eine Ding machen, aber ich will wirklich dieses Mal sehr, sehr weit nach hinten. Der könnte auch dahin. Und dann immer noch casten. Gehen wir hier hin. Ah, ich hätte die Vögel vorher casten sollen. Weil jetzt kommen sie natürlich nirgendwo hin. Ah, okay. For victory. Und der geht. Naja, bringen wir erstmal den dahin. Und den dahin. Also weiter geht's jetzt wirklich nicht. Und dann bauen wir das so auf. Jetzt kann nur der direkt angegriffen werden. Und das kann sein, dass der dann direkt drauf stürmt. Müssen wir gucken. Die Bogenschützen können aber hier eben weiterhin diesen Pfeilregen machen. Ja. Hercules. Auch auf den. Okay. So. Der könnte schauen, beispielsweise, dass wir den Schützen dann direkt eliminieren. Also, dass er direkt eliminiert. Er wird zumindest geblendet. Ja. So. Da könnten wir auch den Schützen nochmal angreifen. Das macht aber noch nicht so viel. Der kann den... Moment, das könnten wir aber so machen. Also gehen wir erstmal da auf Seite. Den dahin. Der lebt noch. Wir könnten auch noch einen ranziehen. Also ich würde ganz gerne den Schützen töten. Wir könnten auch den angreifen. Okay, dann machen wir das. 1, 2, 3. Den Schützen ranzuziehen will ich eigentlich nicht. So. Ja. Könnte noch dahin. Den könnten wir da rausziehen, aber mit dem werden wir wahrscheinlich das hier bauen wollen. Ja, machen wir den erstmal. Also wir könnten den hinteren da ranziehen. Jetzt kommen wir erstmal mit dem nicht durch. Kann der... Das würde nicht reichen. Dann müssen wir das werfen. Dann käme der aber auch fast nicht mehr weg. Naja, probieren wir mal. Also wir ziehen jetzt den ran. So. Dann laufen wir erstmal darüber. Hacke. Hacke. Der lebt ja jetzt noch komplett. Hacke. So. Dann nehmen wir erstmal den, damit er ausweichen kann. Der muss rüber. Der läuft da durch. Naja. Jetzt wird das Problem sein, dass der wenn der Schütze trifft, ja, müssen wir mal gucken. Nach der hätte noch...
Ja, mit dem kommen wir da jetzt aber auch nicht mehr raus. Also der könnte noch den durchbohrenden Schuss. Da können wir aber auch nur einen treffen. Da hinten ist noch einer. Okay. Wir könnten, würden wir einen eigenen treffen. Das könnte es aber wert sein. Wie viel macht das Feuer denn Schaden? 6 bis 7, das ist aber zu wenig. Ah, schade. Ansonsten hätte ich jetzt meinen eigenen angegriffen. Ne, das machen wir nicht. Mit dem warten wir jetzt einfach ab. Oder können wir hiermit was machen? Auch nicht. Wir könnten den dahin bewegen. Das macht aber alles keinen Sinn. Okay, halten wir so. Da ist der nächste Ansturm. Ja, und jetzt kommt dummerweise der Schütze und wird dann den auch noch... Ja, Speer. Feuerregen. Okay, verfehlt, okay. Sieht zwar nicht gut aus, aber ich glaube, das ist sogar noch okay. Okay. Nein! Ah, das ist ja blöd mit dem... dass das da dieses Angriffsdings ist. Okay. Ich würde ganz gerne auf den hinteren. Der vordere müsste jetzt da weg. Das ist jetzt echt blöd. Der muss das auf sich selber casten. Damit hat er auch die Blindness entfernt. Aber den kann ich nicht. Wir könnten das von hier aus machen. Okay. Ja. Weiter. Damit ist sind die Kosten jetzt hier auf 1 reduziert, aber... Naja, das ist natürlich auch nicht genug. Mhm. Wie weit ginge der? Okay. Der brennt jetzt zwar, aber das reicht natürlich auch nicht. I fight for eternal Rome. Der kann den jetzt stunnen. Okay, aber der kommt natürlich jetzt auch nicht weg. Okay, gehen wir dahin. Machen die Salve. Ein da drauf. 1, 2, 3 da drauf. Okay, die... Da hätten wir jetzt noch einen über. Machen wir das so. Ach, shit, jetzt geht der nicht mehr. Naja, damit begibt er sich natürlich jetzt auch weiter in Gefahr. 1, 1, 2. Da hinten kommen wir immer noch nicht hin. So. Die müsste jetzt auf jeden Fall da raus.
Ich weiß nicht, ob das hier sicher ist. Wahrscheinlich nicht. So. Dann machen wir... Dem geben wir zusätzliche Lebenspunkte. Wir machen erstmal den. Und dann das. I know no mercy. Okay. You hit me fair. Show them how Romans fight. Aber jetzt kommt der Schütze. Der kann nicht nochmal schießen, okay. Der ist verblutet. Okay. Ja, super gut sieht das natürlich immer noch nicht aus, aber gut, also dann würde ich sagen, die kann jetzt sowieso, kann man die mit diesem Feuerangriff killen? Aber die käme jetzt sowieso nicht so wahnsinnig weit nach vorne. Ja, kann man zwar angreifen, macht aber keinen wirklichen Unterschied. Die könnte jetzt noch drei Felder nach vorne und dann könnte die den möglicherweise auch angreifen. Okay. Den könnten wir hiermit zerlegen. Wir können sogar beide treffen. Das ist, glaube ich, optimal. So. Wir müssten den idealerweise... Na, eigentlich müssten wir jetzt alle in der Runde umlegen. Das wird wahrscheinlich nicht... Also sie kann damit jetzt eigentlich gar nichts mehr machen, weil der ja jetzt auch tot ist. Wobei doch, die kann ja auch das angreifen, auch wenn das einfach nichts macht. Ich müsste einen vorschicken. Der kann jetzt diese Runde auf jeden Fall nicht angreifen. Dann schicken wir den vor, um das hier wegzuräumen. Das kann jetzt dem eventuell einen Punkt geben, ja. Dann gehen wir da auch noch hin. Nochmal einen Punkt gegeben, okay. Aber der kann halt da jetzt nichts machen. Jetzt wissen wir aber, dass wir da normal durchlaufen können. Ich weiß auch nicht, ob die automatisch weggehen, sobald der tot ist. Wir haben dummerweise ja noch Cooldowns, das ist, wir können ihn sowieso nur zweimal angreifen. Der käme auch nicht dahin. Also ich würde mit dem erstmal nach vorne. Kriegen wir den schon erledigt? Gehen wir mal dahin. Damit haben wir quasi noch alle Optionen offen. Der würde mit einem Angriff direkt sterben. Wir könnten aber auch den angreifen mit einem Hinterhalt. So, jetzt haben wir die noch. Und wenn wir den angreifen könnten, ich weiß aber nicht, ob das geht. Naja, damit töten wir den aber nicht. Aber den können wir jetzt zumindest als sinnvolles Ziel aus... Naja, so sinnvoll ist das wahrscheinlich nicht. Aber ja, ob wir den jetzt damit angreifen oder wen anders, der keinen Sinn macht, ist eigentlich auch egal. Also machen wir das so. Mhm. Also wir müssten den Kleinen jetzt hier erledigen. So. Behold the Maiden of Death.
Der könnte den angreifen. Dann gehen wir erstmal mit dem runter. Ich meine, der kann sich zwar schnell bewegen, aber auch nicht. Der kann nur zweimal angreifen. Okay. Das ist aber schon ordentlich. Und dies. Okay. Dann tatsächlich geschafft. Das war aber schon ein bisschen krass. The sorceress we defeated was one of the crystal shapers. They grow soul crystals to keep the tower alive. The tower's entrance is protected by this barrier, but with her death, it was greatly weakened. Maybe the spell can be broken if we deal with all the crystal shapers. Okay, ich hoffe mal, dass sie dann. We just stirred the hornet's nest. Good. Hoffe mal, dass sie dann auch Rastplätze sind. Da haben wir ein bisschen was an Schaden abbekommen. Ich meine, wir hätten noch die Tränke zur Not. Und die hätten das ja auch deutlich vereinfacht. Und wir hätten auch die Spezialangriffe für spätere Kämpfe dann. Aber wer weiß, wie schwer diese Kämpfe werden. Also mal gucken. Few are aware of the slumbering god's existence on Avalon. It's a well-kept secret, even among the Shi royalty. Even I was blissfully clueless. Until one day I overheard the goddess of the lake. Overheard. Beim Kaffeekränzchen oder wie? Gerade in der Nähe gewesen. Look. Hands off the spoils. Also da wäre die nächste. I smell magic. Komm mal, Fliege. Da haben wir ein... Was? Anhaltender Schutz? Benutzt ihn! Ja, machen wir auf den da. Dann machen wir das aber jetzt auch so, dass wir da gar nicht hingehen, sondern auf die andere Seite. Vielleicht haben wir Glück und da ist auch noch ein Schrein, dass wir uns zuerst mal die Buffs abholen, um uns das Leben dann ein bisschen zu vereinfachen. Ja gut, maximaler Schutz, das bringt uns natürlich jetzt nichts, wenn wir keinen Schutz haben. Wobei, wird ja pro Kampf geheilt automatisch, also würde damit dann auch mehr geheilt werden, aber es ist halt verschwindend gering die Auswirkungen. Oh, nice. Yet again, we gather over a chest like thieves. Reality here in the Deepwood is malleable, like clay. The slumbering god's dreams slowly change everything. Even the lady is powerless against this godly being. She has no means to reach us. Da liegt jemand? Oh. Das ist aber was anderes, oder? Nothing is sacred for these short-lived savages. How dare they set foot in the shrine? Geht weg! We shall punish them. For the incidents. No, it brings bad luck to spill twice born blood. Can't you see the blackened sludge in their veins? We should rather leave. And I thought there could be nothing possibly worse than the decadent Roman aristocracy. The haughty Shi easily surpasses them, even beyond death. Wieso haben sie uns Wilde genannt? Seems like they confused us with some picked savages, whom the Shi forced into thraldom for centuries. Zeit weiterzuziehen. Okay, also wir könnten. This mindless arrogance shall be the Shi's downfall. Ja. Nehmen wir den. Okay, das hat das aber komplett. Auch geheilt bei dem. Oder vielleicht hatte der. Naja. Wie dem auch sei, das hätten wir auch. Schon okay. So, dann haben wir rechts das. Na okay, dann gehen wir jetzt automatisch hin.
The demons of the Netherworld. I must put them to rest before their rotten breath spoils everything. Memories of the one who dreams, come to my aid. I call upon you. Die haben den ersten Zug. Das ist ja mal ein bisschen ein anderer Kampf. Okay. Das kann ich auch. Feuervögel. Reichweite 5. Das ist nicht wahnsinnig viel. Ja, die machen wir mit den Ballisten kaputt. Die Balliste, die hat eine höhere Reichweite. Ne, hat auch eine Reichweite von 5. Ja, komm, hier. Vielleicht können wir uns eine rausgreifen. Naja, ist zu weit. Machen wir nicht. Flammengedöns. So, dann... das noch da drauf. Ja, also ich glaube, wir halten uns ganz weit hinten. Werden eine Runde quasi jetzt abwarten. Kann man... gut, ist sowieso aus der Reichweite. Ja, warten wir jetzt eine Runde ab. Kommen sie weiter ran. Oh. Okay, das war aber in Ordnung. Die ist noch viel zu weit weg. Ich meine, die können wir nächste Runde wieder rufen. Die stehen natürlich da jetzt extrem doof. Also wir sparen uns jetzt hier die Punkte auf, setzen mal den sicherheitshalber dahin. Und dann... ja, einmal können wir den hier auch direkt machen. So. Und dann warten wir weiter ab. Schön. So, jetzt kommen die ran, können aber nichts machen. Scheinen noch nicht besonders schnell zu sein. Haben Aktionspunkte. Die könnten die Gruppe jetzt hier auch gar nicht erreichen. Also ich würde ganz gerne da hinten den... Ah, das macht auch nicht viel Schaden. Die haben... okay. Naja, gut. Wir nehmen auf jeden Fall die 3. Dann müssen wir hier einen neuen werfen. Bringen wir den einfach mal nur nach vorne. Don't wait for my orders. So, ziehen wir den ran.
den noch an zum Ausweichen. Dahin. Schnipp. Ja, die kriegen irgendwie sehr wenig Schaden. I'll be quick. Stay still. Also das ist schon Aufwand. Weiß nicht, hätte ich vorher eventuell schon machen können. Also den kriegen wir da jetzt auch nicht weg. Who do you want dead? Wir könnten den angreifen, also stunnen und dann wieder weglaufen. Ja, da müssten wir zu nah ran. Springen können wir auch nicht. Fünf. Ja, das passt nicht. Gehen wir mal dahinter. Also den Angriff von dem werden wir jetzt abbekommen müssen, fürchte ich. So. Rex Infernus, take me higher. Nehmen wir den noch mit. Ach, den müssten wir wahrscheinlich hier zublocken, damit der nicht von dem angegriffen wird. So. Ja, der wäre jetzt, der hätte noch Punkte, der kann damit aber nichts machen. Okay. Der kann auch stunnen, ja, Doppelwurf. A decent hit. You are not destined to die. Das war aber auf den anderen. Schön. Okay. Der hat's geschafft mit noch einem Lebenspunkt. Ja, ist natürlich schon problematisch. Den könnten wir jetzt wegstellen und auf die anderen warten. Dass wir den, da könnten wir hin und den stunnen und dann weglaufen. So. Dahin. Ich hoffe mal, dass sie da jetzt nicht durch angreifen können. So, der müsste sich dann auf jeden Fall nach vorne bewegen. Und es gäbe da hoffentlich für den jetzt auch attraktivere Ziele. Mal zwei nach links gehen. Ich meine, ich muss da jetzt irgendwie auch... die Bewegung machen wir das hier halt auch günstiger. Würde aber ganz gerne den von hinten angreifen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das von da aus kann. Na, leider nicht. Ja, da können wir jetzt nicht mehr wahnsinnig viel machen. Da ist auch alles auf. The Imperator is my shield. Da kann man nichts machen. Bringen wir den nach vorne, der kann zumindest einmal dann lasern. Der muss den jetzt casten, dann nach da hinten. Das ist zumindest ein ganz schöner Angriff. Und jetzt müssen wir uns wieder verziehen. Dahin.
Der könnte noch einmal werfen. Bringen wir erstmal den nach hinten. So. Der wirft da einmal drauf. Dann weg. I hunt alone. Naja, wir können die aber hier auch nicht gescheit schützen. Ich könnte den da hinbringen, dann würde der weiter angegriffen werden. Der könnte sich aber... Naja, mach mal den. Dann bringen wir den da hin. Der ist natürlich dann offen, könnte auch von denen da oben angegriffen werden. So, der hätte 5 Punkte, um sich zu bewegen. Aber ich glaube, dass das besser ist, wenn der jetzt gar nichts macht und dann danach in der Runde noch mehr treffen kann. Der macht mir natürlich hier auch ein bisschen Sorgen. Jawohl. Ja, sehr schön. Ja, das nimmt zumindest noch einen Angriff weg. Ja, und der ist ins Feuer gelaufen. That's gonna leave a mark. You can't be You're already dead. Ja, also viele Hitpoints haben wir jetzt hier nicht mehr übrig. Wir könnten komplett nach da abhauen. Da haben wir auf jeden Fall ein Lagerfeuer. Also der könnte nach vorne und den einen zumindest einmal hinterhalten und dann wieder weg. Dann hat er zumindest hier was beigesteuert. Zack. So. Der... rauscht noch ein zweiter. So, dahin. Der hat aber jetzt auch das Problem, dass der da nicht mehr wegkommen würde, weil der Typ da noch lebt. Also der... Doch, der könnte weg, okay. So, der müsste komplett hier weg. Der kann nicht mehr. Die Ecke da ist wahrscheinlich auch nicht sicher. Wir werfen... Ich werfe jetzt das Ding einfach schon mal dahin. So. Okay, der kann zumindest... Das ist zumindest ein bisschen Entfernung. Ja, aber die beiden hier, die gefallen mir nicht. Ja, der läuft noch weiter, nach da außen. Die könnte die noch mal anzünden, das macht aber zu wenig. Wir können die auch erstmal laufen lassen, eventuell. Immer dahin. Bringen das da drauf. Der hat halt so gut wie nichts mehr. So. Wir könnten dahin den einmal schlagen, aber mehr geht nicht. Da könnten wir auch einmal schlagen. Dann... Der hat auch sonst nichts mehr. Ich weiß halt nicht, ob die da durch angreifen können. So, dann gehen wir da rüber.
Schnipp. Schnipp. So. Dahin. Wir kämen dann allerdings auch nicht mehr durch. Wir könnten das auch hier eins drüber machen. Ich probiere das. Ich meine... Ja, müssen wir mal gucken, ob das jetzt, ne, klappt oder nicht. Ob die dazwischen angreifen können. Ob der vielleicht sogar was hin, dahin casten kann, ohne dass der uns in Sicht haben muss. Ja, okay, wunderbar. Und die haben sich sogar noch weiter bewegt. Gut, das heißt, den können wir jetzt erledigen. Yes, this is me killing you. So. Nehmen wir mit. Und dann... Ja, machen wir hier quasi erstmal nichts. Wir können die Vögelchen nochmal rufen. Und... Neues Gleichgewicht. Machen wir den an. Ja, und mehr auch nicht. Dafür sind die Gegner jetzt zu weit weg. Was kann... Der könnte natürlich ein neues Feuer machen. Das dauert aber noch 4 Runden. Wir müssen jetzt gucken, dass die zu uns hinkommen. Oder einfach auf Zeit spielen, weil die schlussendlich brennen und wir könnten vor denen ja, ein bisschen weglaufen. Wunderbar. Der macht nichts. Okay, aber da könnten wir jetzt auch wieder hin. Tartarus is not. Schnapp. You shall see. Da hätten wir dann aber zu wenig, um wieder wegzukommen. Fällt mir gerade nicht. Das hätte ich wahrscheinlich anders machen sollen. Das reicht auch nicht, um den zu killen. The Imperator is my shield. Haben wir noch eine andere Möglichkeit, den zu töten? Mit 2 könnten wir uns immer noch 3 bewegen, aber das ist dünn. Würde ich nur ungern machen. Den können wir von hier unten auf jeden Fall nicht erreichen. Rex Infernus, take me higher. Der könnte sich zumindest direkt dahin porten. Machen wir das. So, wenn der den jetzt schlagen würde, wäre er auf jeden Fall tot. Und wir hätten dann immer noch 4 Punkte. Machen wir das. So. Dann gehen wir hier weg. Das ist zwar jetzt nicht ganz so günstig, aber in Ordnung. Hoffe ich. Dann kriegt er den halt ab. Und hier können wir eine neue Balliste setzen. So. Und das war's dann auch erstmal wieder. Die werden jetzt wieder schön in Brand gesteckt. Okay, aber wir können ja jetzt einfach weiter zurück und uns eine neue Palisade bauen. Not words.
Das wäre ganz gut, wenn wir das da draufsetzen könnten. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Zurück. Wir könnten theoretisch, wenn der 3. Da müsste der jetzt schon ein ganzes Stück nach vorne. Damit wir dann da wieder wegkämen. Wenn ich jetzt 3 Felder nach vorne laufen würde. Also diagonal. Ich glaube, das ist mir zu riskant. Der könnte. Er kann auch eher nicht. Und da will ich auch nicht drauf springen. Da spielen wir jetzt weiter auf Zeit, würde ich sagen. So, den können wir machen. Nehmen wir den, der ist schon am ehesten am Verenden. So. Zurück. Zurück. Den können wir mal anmachen. Never mind the fangs and horns. Und dann. Da können die auf jeden Fall nicht diagonal angreifen. Ach, da baue ich mir aber den Weg zu. Okay, dann machen wir das so. Mhm. Jawohl. Ah, direkt kaputt gemacht. Massenheilung, okay, das ist aber nicht viel. Die Gefahr besteht jetzt eines neuen Feuerregens. Der könnte draufspringen und die direkt zerhacken. Oder wir ziehen den jetzt nach vorne. Das können wir machen und dann steht der immer noch da. Also den sollten wir jetzt entfernen, damit der Feuerregen nicht kommt. Das wäre nämlich nicht so cool. So. Komm her. Zack. Dann nehmen wir die. Ja, gehen wir erstmal darüber. Zerlegen wir die direkt. Danke. Dann. Da springen wir jetzt auf die eigene Falle. Okay. Wo ist da hinten? Da ist hinten. Der muss auch noch genug Punkte erhalten, um wieder wegzukommen. Wir könnten mit dem von da aus an. 1. Kann der den jetzt zerstören? Jawohl. Okay. Dann können wir hier auch nochmal den hinsetzen. Zurück. Dann darüber. Wieder in Deckung. Und hier auch. Okay. Jawohl. Split my vessel open. You are not destined to die. Das war aber nicht nett. Okay, aber den sollten wir jetzt, denke ich, kaputt bekommen. Ist aber jetzt auch nicht ganz trivial. Da kommen wir hin. Dann werden wir den jetzt hiermit auch noch stunnen. Ja, hält 0,7.
Mhm. Die kann leider den nicht erreichen. Also sie kann jetzt quasi gar nichts machen, außer dieses Feuerdingen setzen, was aber eigentlich jetzt auch... Ja, machen wir halt. So. Dann mit dem könnten wir anlasern. Machen wir erstmal den Reifen hier mit an. 1, 2, 3. Ich meine, wenn da jetzt einer drauf geht, wäre das auch kein Drama. Das wären halt auch... Das ist halt einmal Schaden mehr quasi, aber würde jetzt keinen riesen Unterschied machen. Tartarus is nice. You shall see. So. Wir könnten den damit jetzt auch noch blenden, wenn der dann da rauskommt. Der hat seinen Wurf schon gemacht. Das andere ist auch auf Cooldown. Wurfhammer. Ne, das könnte der sogar noch machen. Zwei Nahkampfangriffe schnell hintereinander. Naja, wir könnten das machen. So. Aber mehr geht nicht. Wir machen jetzt den noch einmal. Mhm. Ah, sehr gut. Also der hatte tatsächlich noch den einen Angriff. Okay, das war auch ein böser Kampf. Kaputt gemacht. With the Shaper's death, the crystal is gone. Wir haben die Shi diese Kristalle wachsen lassen. It was feeding upon the slumbering god's mind, conjuring lingering memories and nightmares, willful, scarred echoes, reeking of scorn. Aha, die Shi haben einen Gott überwältigen können? The Shi served this god, but in the great war against the Fomori, their fickle devotion turned to betrayal. Nun die übliche Geschichte. Okay, also da hätten wir jetzt auch einen Rastplatz. Ich bin mir jetzt aber nicht so sicher, ob wir den schon nutzen sollten. Weil umso voller die sind, umso weniger dürfen die eigentlich sterben. Also wir könnten das jetzt auch so versuchen, diesen Kampf hier zu machen. Aber erstmal werden wir noch erkunden, den Kampf hier machen. Eventuell ist das der letzte Kampf, aber es kann auch sein, dass da noch einer kommt. Und wenn das jetzt der letzte Rastplatz ist, der einzige Rastplatz, wäre das auch ein Problem. Also ich würde das mal erstmal versuchen ohne. Gucken wir uns hier mal um, ob hier noch ein Kampf ist. Und dann gehen wir so den Kampf an. Schauen wir mal. Das soll es aber für dieses Mal gewesen sein. Beim nächsten Mal, ja, gucken wir dann mal, was uns hier bei dem schlummernden Gott erwartet. Neue Folgen gibt es immer samstags und sonntags. Und dann noch zusätzlich rein verstreut, eventuell dienstags. Am besten den Kanal abonnieren, um da nichts zu verpassen. Ich danke fürs Zuschauen und sag ciao und bis zum nächsten Mal. Bye bye.